leckeren, spannenden Thema, das hier. Und herzlich willkommen bei Andreas Thienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute auch wieder mit einem super leckeren, spannenden Thema. Lecker vielleicht noch weniger, doch für manche ist es auch lecker. Also Freunde, um was geht's heute? Heute geht es wieder auch um einen Suchtfaktor. Es geht um Flüssigkeiten. Es geht um Flüssigkeiten, die unter anderem auch dazu führen können, dass hier irgendwann mal das Ganze nicht mehr so prickelnd aussieht, wie es aussehen sollte, also nicht nur hier, sondern überall. Es kann dazu führen, dass die Leistungsfähigkeit nachlässt. Es kann dazu führen, dass manche Menschen ganz schön abstürzen. Ja, das Zeug ist tatsächlich gefährlich. Von was rede ich? Und genau. Von zum Beispiel der Flasche Bier. Sieht das aus wie eine Bierflasche? Ich schreibe es einfach drauf. Bier, dann wisst ihr, ich meine Bier. Oder das hier, das ist die Flasche Wein, hier oben die Korken. Wein, ich weiß, ich bin nicht der beste Zeichner, aber ihr wisst, was ich meine, deswegen habe ich es reingeschrieben. So, warum, was will ich damit sagen? Ganz einfach, pass auf. Ernährungsumstellung, gesunder Fitness-Lifestyle, ist natürlich auch für viele Menschen damit verbunden zu sagen, so. Jetzt ist endlich Schluss. Nichts mehr hier die Pulle an den Hals. Nichts mehr jeden Abend zwei, drei Gläser Rotwein. Nee. Kein Schnaps mehr, kein Whisky mehr, nichts mehr. Ab sofort ist Sendepause. Ich trinke überhaupt nichts mehr. Ich werde mein ganzes Leben nie mehr Alkohol trinken. Wo ist hier der Haken? Wo ist hier der Haken? Genau. Der Haken liegt darin, dass die meisten Menschen ja auf den Alkohol nicht verzichten können. Und jetzt kommt vielleicht noch was ganz Wichtiges. Man muss ja auch nicht komplett auf den Alkohol verzichten. Ja, das gehört ja für mich zu tief. Auch ich trinke hin und hier, mal wieder, genau, keine Ahnung, ich helfe schon gleich weiter. Auch ich trinke hin und wieder mal Alkohol. Es kommt zwar sehr, sehr selten vor, aber auch ich mache das. Wichtig ist auch hier, Menschen, die zu mir kommen in die Beratung, die dann sagen, ey, ich trinke keinen Alkohol mehr, nie mehr in meinem Leben, das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Das ist halt in dem Moment so, weil diese Menschen natürlich extrem motiviert sind, sie wollen ihr Leben ändern, sie sind gerade am tiefsten Punkt vielleicht ihres Lebens, wo sie sagen, ich habe jetzt die Schnauze so gestrichen voll, ich betreibe schon seit Jahrzehnten Schindluder in meinem Körper, mein Körper ist schon völlig daneben, ich kann fast auf Alkohol schon gar nicht mehr verzichten, aber ich möchte darauf verzichten, deswegen verbiete ich es mir jetzt für immer. Verbote funktionieren nicht. Das hat man lieber. Es gibt ganz wenige Menschen, die das überhaupt durchhalten. Für manche Menschen müssen es durchhalten, komplett die Finger weglassen vom Alkohol, weil sie nicht damit umgehen können. Das ist wunderbar, das ist auch richtig so. Aber in den meisten Fällen ist es doch tatsächlich so, dass wir lernen sollten, damit umzugehen. Wenn wir am Wochenende ein Gläschen Rotwein oder zwei trinken, dann ist es weniger schlimm. Wenn wir Sonntag zum Mittagessen mal ein Gläschen Rotwein oder zwei trinken, ist es auch nicht schlimm. Das Problem ist doch einfach, die Dosierung macht das Gift. Dass wir das zu häufig und zu oft trinken. Deswegen ist immer mein Rat, wenn du was umstellen möchtest, dann überleg erstmal, was für eine Person bist du, was für ein Typ bist du. Bist du tatsächlich in der Lage, dein ganzes Leben lang auf Alkohol zu verzichten? Ist es wichtig für dich, komplett auf den Alkohol zu verzichten? Alkohol ist natürlich auch ein Genussmittel, ganz klar. Und es hat auch Sinn. Mein Alkohol nimmt die Hemmungen, wenn man jetzt gemütlich beieinander sitzt, fremde Menschen beieinander sind, man trinkt ein kleines Gläschen Rotwein dazu, man entspannt sich, man fährt runter, man ist kommunikativer, ist das ja auch eine schöne Sache. Aber es muss halt bei dem ein oder zwei Gläschen Rotwein bleiben. Es darf eben nicht zur Routine werden. Vor allem nicht zur täglichen Routine. Deswegen auch hier wieder ganz klar für mich den Wunsch an die meisten, lernt damit umzugehen. Wenn ihr euch was verbietet, dann ist es in den meisten Fällen zum Scheitern verurteilt. Also wenn ich mich doch selber kenne und eine Maßnahme ergreife, wo ich schon von vornherein selbst weiß, dass sie zum Scheitern verurteilt ist, was habe ich dann von der Maßnahme?
Ich bin danach, weil ich gescheitert bin, extrem enttäuscht von mir selber. Was passiert? Irgendwann schiebe ich es nach hinten im Kopf. Ich bin nicht mehr enttäuscht und ich akzeptiere einfach, dass ich hier immer wieder Alkohol trinken muss. Das ist keine gute Idee. Beste Idee ist einfach, lern den Umgang damit. Lernen wir den Umgang damit, geben wir uns was. Machen wir aus dem Trinken von Alkohol ein kleines Ritual, sagen, weißt du was, unter der Woche gibt es abends kein Alkohol mehr, keine Flasche Bier mehr, kein Glas Rotwein, keine zwei Gläser Rotwein mehr, sondern wenn, dann am Wochenende. Und bitte, ich kenne das natürlich auch, wo die Leute sagen, endlich Wochenende und dann Vollgas rein damit. Das ist auch das Richtige. Und auch am Wochenende zu sagen, weißt du was, heute Abend ist Samstagabend, ich gehe mit meiner Lady essen, ich gehe mit Freunden essen, ich setze mich hin, ich bestelle eine gute, qualitativ hochwertige Flasche Rotwein, Weißwein. Ich trinke vielleicht einen schönen Whisky pur. Wunderbar, ich genieße es in kleinen Mengen. Ich genieße es, ich mache ein schönes Ritual draus. Und dann ist es eine feine Sache. Das ist wie bei allem, wir müssen damit lernen umzugehen. Diese Verbote auszusprechen, sich selbst Verbote auszusprechen, sie von jemand anders es verbieten zu lassen, funktioniert in den meisten Fällen nicht. Im Umkehrschluss, Freunde, bevor jetzt einer kommt und sagt, ja, Mr. T, der Trainer, hat mich angeheißen, ich soll mich mal ordentlich mal reinballern. Das ist natürlich nicht so. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er tut. Ich kann für mich die Entscheidung treffen, dass ich ab und zu mal, das kommt vielleicht im Jahr 3-4 Mal vor, Alkohol trinke und ihn auch genieße. Und das ist okay. Deswegen, Freunde, wenn ihr dabei seid, euren Fitness-Lifestyle zu ändern, Verbote bringen in den wenigsten Fällen was. Deswegen geht geschmeidig damit um, geht dosiert damit um, macht ein Ritual draus, freut euch drauf, genießt es dann, wenn ihr es macht. Aber alles in Maßen. Warum? Paracelsus hat es schon gesagt, die Dosierung macht das Gift. Freunde, das war's zum Thema. Dein Fläschchen Bier, dein Glas Wein, deine Flasche Rotwein, dein Whisky, meine Aufgabe. Macht's gut, bis bald.